So, da sind wir zurück bei Let's Play Traumfänger in der Duschzene. In der Hoffnung, dass es diesmal klappt. Als ich es getestet habe, hat es funktioniert. Das werden wir jetzt sehen. Da 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 da. Guck, es hat funktioniert. Yay! So. So weit war ich auch, dass ich mich bewegen konnte und dass ich hier hochgegangen bin. Weil dann guckt einfach mal nach links und das war schon neu und ich wollte eigentlich nur speichern. Na gut. Hab mich wohl gehört. Er dachte, da war was. So weit war ich noch nicht. Ich bin ganz schön geschafft. Verrückt, wieder hier zu sein. Alles hier ist verrückt. Was soll dieses Rätsel bedeuten? Schau durch die unsichtbaren Wände zu ihm hin, der sein Leben lang nur draußen steht. In seine Richtung sollst du sehen, wenn im Winter er keine Blätter trägt. Was meint sie damit? Ich schaue mich noch ein bisschen um. Vielleicht fällt mir noch eine Lösung ein. Öffnen. Verschlossen. Ach so. Anziehen? Anziehen? Jetzt läuft er hier. Ja, nee. Alles ruhig, außerdem ist die Tür verschlossen. Ja, man soll nach draußen gucken, zum Baum. Was soll's sonst sein? Für mich ist nach draußen sehen durchs durchsichtige Wand. Durchsichtige Wand ist für mich ein Fenster. Und nach draußen, ein Ding ohne Blätter, ist ein Baum. Im Winter. Es regnet im Sturm, da gehe ich nicht raus. Ach du mich auch. Öffnen, öffnen, öffnen. Da war nichts. Es regnet in Strömen draußen. Nee, hier nicht. Das sah erst aus, als würde es anfangen zu regnen. Na, na, na. Da, 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 da. Nach draußen sehen. Untersuchen. Speichern auf jeden Fall mal hier. Wieso hängt man einen Schlüssel mit einem Foto hinter ein Gemälde? Das wüsste ich auch gern. Ja, ich denke, ich lasse Vater in Ruhe. Es ist schon spät. Mein Mülleimer. Nein! Es ist genial, dass die Dinger aufgehen, wenn man rausgeht. Voll schlecht programmiert, muss ich mal so sagen. Nur erstellt und Trigger falsch gesetzt und da kann man einfach nichts anderes tun. Na, es regnet, ich weiß. Vaters alte Kiste mit Skizzen von dem Haus hier. Darunter Fotos und einige Blaupausen. Ja. Der Schlüssel von Nikolas, er gehört meiner Mutter. Papa hat den Schlüssel Nikolas gegeben. Ich soll ihn bekommen. Aber wofür ist er? Vielleicht für das Verschlossene da oben. Das Telefon klingelt? Ja, hallo? Hallo, wer ist denn da? Seltsam, wird sich wohl verwählt haben. Auch um diese Uhrzeit? Die Tür ist jetzt geöffnet. Mutters altes Arbeitszimmer.
Hier hat sie ihre ganzen Romane und Gedichte geschrieben. Aber die ganzen Bücher sind weg. Vater hat sie wahrscheinlich in die Garage verstaut. Ob ich hier irgendwas Interessantes finde? Ein paar alte Bücher meiner Mutter und eine Enzyklopädie. Es geht und geht schon immer fort und kommt doch keinen Schritt vom Ort. Sessel hat eines neuen Romans. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Mutter hat ihn vor ihrem Tod beendet. Wird sie tatsächlich Selbstmord begangen? Boah. Da. Rausgucken. Wo? Da war ein Geist. Immer noch. Habe ich gerade wirklich gesehen? Da fehlt denn das? Also, wahrscheinlich nur ein Streuner. Ich werde trotzdem mal einen Blick rauswerfen. Aber nicht ohne Kleidung, oder? Du willst doch Kleider anziehen. Unterhose. Ich heiße jetzt Unterhose. Oh, nee. Ah, oh, jetzt muss ich auch noch außen rum, damit ich in den Garten komme. Hä? Da ist nicht. Da, ja. Und jetzt bist und dann sehe ich den woanders. Hier an der gleichen Stelle. Ich sag er. Nee, sagt er nicht. Der Mülleimer ist leer. Der umgekippte Stuhl. Bla bla blub. Hä? Da sind natürlich. Kann irgendwann da noch. Ach nee, Karl, ich geb's auf. What the fuck? Denn hier? Das habe ich doch heute Mittag in den Müll geschmissen. Wenn hier irgendwelche Jugendliche sich einen Scherz erlauben sollten, dann würden sie sich warm anziehen. Ich sollte ins Bett gehen. Der Tag war lang. Morgen versuche ich, alles nochmal zu überdenken. What the fuck? Was für ein Albtraum. So was Reales habe ich noch nie geträumt. Ich bin ganz verschwitzt. Habe ich so einen schlechten Schlaf gehabt? Lange nicht mehr in diesem Bett geschlafen und dann verbringen mich auch noch Albträume. Ich sollte. Moment mal. Wie sieht es denn hier aus? Was ist passiert? Gott. Die? Wer hat das denn da hingeschrieben? Nee, wer hat das da hingeschrieben? Ne? Stimmt. What the fuck? Bin brennend zugenagelt? Was soll das? Diese haben eine raue Rückseite. Alle haben eine raue Rückseite. Diese haben eine raue Rückseite. Alle haben eine raue Rückseite. Diese haben. Wach, fick dich.
Du mich auch. Es ist ein Film, bla bla bla. Ja, komm. Und nun? Was soll ich denn hier machen? Siehst du, er hat auch eine raue Rückseite. Nein! Ist nicht wahr! Was zum... Vater war... wer? What the fuck? Tag 2. Was für eine Nacht. Was für eine verfluchte Nacht. Nach so langer Zeit lag ich nun wieder im Bett meiner Kindheit und dann träume ich so absurde Sachen. Vor allem real. Ich hatte noch nie einen solch realen Traum gehabt. Ob das stimmt mit der ganzen rauen Fläche auf das Zettel? Na, hast aber viel Kaffee getrunken. Aber erstmal. Speichern. Bam. Jetzt bin ich wieder Thomas, nicht mehr unter Hose. Ah. Ja. Sie muss jede Seite mit dem Hinweis auf die Bibel versehen haben. Also mit der rauen Seite, ne? Aber ich habe das Gefühl, als will sie mir irgendetwas sagen. Aber was? Ist es möglich, dass... Kein Testament? Sie hat sich umgetauft. Wenn es Selbstmord wäre, würde sie nach ihrem Glauben in die Hölle kommen. Wozu das Ganze? Und diese Nachrichten? Vielleicht ist der Abschiedsbrief gefälscht. Und sie hat alle Zettel mit dieser Geheimnachricht beschriftet. Und dass der Täter auf jeden Fall den Abschiedsbrief darauf schreibt. Aber dann muss sie gewusst haben, dass etwas passieren wird. Wenn ich herausfinden will, dass sie sich nicht selber umgebracht hat, dann muss ich einen Beweis finden, dass der Abschiedsbrief gefälscht ist. Aber ich brauche einen Hinweis dafür. Allein finde ich das nicht heraus. Vielleicht sollte ich mal bei der Polizei anrufen und fragen, was sie wissen. Wen soll ich anrufen? Nein! Ich will die Polizei anrufen. Warum kann ich mit diesem Depp-Atten... Ach, muss ich auch mal mit dem Telefonbuch angucken, damit ich weiß, wie die Nummer von der Polizei ist oder was. Öffnen. Untersuchen. Liam Mortensen. Liam? Ich glaube, ich ging mit ihm damals zur Schule. Er war in meiner Parallelklasse. Ich werde ihn fragen, was er weiß. Gerade wolltest du noch die Polizei anrufen. Ach Gott, komm. Liam Mortensen. Danach muss ich kann. Mortensen? Hallo, Herr Mortensen. Hier ist Thomas Scott. Haben Sie zufällig Zeit für ein Gespräch? Im Moment habe ich leider keine Zeit. Aber kommen Sie doch bitte heute Abend vorbei. Gut, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ich sollte noch nach weiteren Hinweisen suchen. Am besten, ich schaue mir Mutters Arbeitszimmer nochmal genauer an. Das machen wir aber in dem nächsten Part. Denn hier speichere ich. Und machen Cut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MK Indiana Jones.